Vor einiger Zeit, aus kalten, traurigen, engen Verhältnissen, krank im Inneren, ganz und gar ohne Glauben, Zuversicht und Zutrauen, ohne jegliche schönere Hoffnung hergekommen, der Welt entfremdet und mit mir selber verfeindet. An derlei Schaden bin ich seit langem gewöhnt. Ich bin Inhaber eines wundervollen, reichen, Innenleben. Jakob? Fräulein Benjamenta, zweifeln Sie am Ernst und an der Ehrlichkeit meines Strebens? Wie können Sie zweifeln, wenn ich Ihnen nur ein einziges Mal selbstbewusster gegenübergetreten bin, als ganz befangen? Von Gefühlen und Fesseln der Ehrfurcht. So will ich mich hassen. Ich habe hier nie einen Himmel nötig gehabt. Nie Mond, Sonne und Sterne. Sie sind mir die höhere Erscheinung gewesen. Meine Schrullen flößen mir nicht die geringste Angst ein. Sie sind nervös, könnte mir irgendeiner sagen. Und ich würde kaltblütig antworten, mein sehr geehrter Herr, ich weiß das wohl. Ich weiß, dass ich ein wenig zermürbt und nervös bin. Was wünschen Sie? Darf ich das Zimmer hier besichtigen? Ja, bitte recht gern, kommen Sie. Bitte recht gern, kommen Sie. Was sind Sie? Dichter. Es riecht hier nach Moder. Das finde ich interessant. Sie verkennen die Düsterkeit der Schreibstube. Wenn Sie hier mit so munterem Gesicht hereinmarschiert kommen, um nach Arbeit zu fragen, als wollten Sie auf den Tanzboden gehen. In die Arbeit willst du treten, Jakob? Bleib lieber noch. Was denkst du dir eigentlich? Meinst du, in der offenen Welt Großes erreichen zu können? Müssen? Fast machst du mir den Eindruck. Oder willst du vielleicht wie zum Trotz ganz klein bleiben? Oh, du kleiner Welteroberer, in der Welt, draußen in der Welt, im Beruf, im Streben, im Erringen. Da werden dir Meere von Langeweile, Öde und Vereinsamung entgegengähnen. Was tun Sie da, wenn ich befragen darf? Betrachtung verschiedenster Art bemächtigen sich meiner, die ich bemüht bin abzuschütteln. Kamen Sie nicht heute früh 10 Minuten zu spät am leeren Wirkungsplatz an? Ihre Frage verdient es, mit einem unüberlegten, flotten, stramm und offenkundigen Ja beantwortet zu werden. Darf ich Sie angesichts eines solchen Bekenntnisses etwas mehr Emsigkeit aufmuntern? Theoretisch halte ich Schaffensfreudigkeit für herrlich. Schon der Umstand, dass bei anstrengenden Tätigkeiten die Zeit so schnell vergeht. Wie schön wäre es für mich, wenn ich vor Sie hinknien und Ihnen Strümpfe und Stiefelchen anziehen könnte. Das ist ein wenig überspannt, nicht wahr? Da ging er also. Nein, er ging nicht. Er spazierte in der leeren Luft. Eine große Frau führte ihn an der Hand. Er war bald ihr Kind, bald ihr Mäuschen, bald ihr Mann. Ich gehe und bleibe wieder stehen.
drehe mich nach allen Seiten um, schaue in die Ferne, hinauf, hinab, hinüber und zu Boden. Ich bin betroffen von der Mattigkeit des Blühens. Ein Schwanken ist alles, ein Bemühen, ein sich schwach fühlen. Ich komme jetzt im Wald, aber er will mich ja nicht, er flieht mich. Warum liebt er mich nicht? Ich liebe ihn so sehr. Ich will ihn hineinbringen, will ihn haben, will, dass er mich habe, ganz so wie ich bin. Wurzeln bleibe ich stehen. Etwas Erstaunliches bäumt sich vor mir auf. Mir träumte, dass ich in eine Art von Anstalt hineingekommen sei. In eine verriegelte, unnatürliche Absonderung, welche von höchst kalten und höchst eigentümlichen Verordnungen regiert wurde. Eines Tages wird von meinem Wesen und Beginn irgendein Duft ausgehen. Ich werde Blüte sein und ein wenig wie zu meinem eigenen Vergnügen duften. Die Arme und Beine werden mir seltsam erschlaffen. Der Geist, der Stolz, der Charakter, alles. Alles wird brechen und welken. Liebe Frau Mermet, über Ihren lieben, freundlichen Brief freue ich mich sehr. Die Tage fließen ruhig dahin. Angstzustände habe ich hier in der Anstalt keine. Was ich sehr gut zu begreifen vermag, denn ich schriftstellere vorläufig hier nicht mehr. Robert Walser verließ die Anstalt, nachdem er das Weihnachtsessen eingenommen hatte, gegen 12:30 Uhr, um warm angezogen einen Spaziergang in den hellen Wintertag zu unternehmen. Von einem Herzschlag getroffen, sank er am Abhang um. Zwei Bauernbuben fanden den Leichnam. Den Kopf leicht zur Seite geneigt und den Mund geöffnet, schien er die klare Winterluft einzuatmen. 2 Meter oberhalb des Kopfes lag der Hut.